Moin Leute, was geht? Mein Name ist wieder Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es darum, sind YouTuber geldgeil? Und da muss ich euch unbedingt was erzählen, weil es ist wirklich so, die YouTuber von heute sind nicht mehr ehrlich. Schaut euch doch mal diese YouTube-Gangs an, diese YouTuber, die ganz oben sind. Ihr merkt schnell, die haben sich total verändert. Und machen hier einen auf tolles Leben, müssen alles auf Video filmen. Das heißt, wenn sie zu McDonald's gehen, muss unbedingt ein Video gemacht werden. Und das wird den Abonnenten die ganze Zeit Dauerbeschallung. Ne, für mich ist das eher Propaganda, Alter. Ich würde blöd werden, wenn ich diese YouTuber die ganze Zeit gucken müsste, wie sie da ihren Burger essen oder wie geil ihr neuer PC ist oder... What the fuck, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wo sind die ehrlichen YouTuber, die noch ohne etwas machen, ohne was dafür zu verlangen? Leute, überall sieht man Links, Amazon-Links, T-Shirts, Babyphone, what the fuck? Es geht doch nur um Kohle zu verdienen, um Abonnenten zu bekommen. Deshalb machen die großen YouTuber auch was, immer mit den anderen großen YouTuber. Irgendwelche komischen Videos, wo irgendwelche komischen Videotitel benutzt werden oder noch irgendwelche komischen YouTube-Startbilder, also dieses Bild, was bei YouTube ist, ganz merkwürdig, am besten noch Sex reinpacken, noch irgendwelche Titten reinmachen und noch irgendwie einen Titel reinpacken, lösche YouTube-Kanal, Fragezeichen, Ausrufezeichen und sowas in der Art. Ja, so sieht das doch heute aus, das ist doch ganz normal und kein Schwein juckt es. Also juckt es auch nicht, dass YouTuber für Vodafone Werbung machen. Größter Abzockverein, aber dafür könnt ihr Likes geben. Aber Dislikes für Vodafone, die könnt ihr geben. Aber wenn da mal eure YouTube-Stars in der Vodafone Werbung sind, sofort feiern. Leute, Mann, diese YouTube-Stars, da solltet ihr euch keine Vorbild nehmen. Das ist kein Vorbild, das sind keine Vorbilder. Vorbilder sind ehrenhafte Menschen, Leute. Feuerwehrmänner, der Mann, der den Döner schneidet. Das sind Vorbilder, Leute. Krankenwagenfahrer, Ärzte, Zahnärzte, Mechatroniker, was weiß ich, Elektriker. Das sind wahre Leute, das sind Ehrenmänner, das sind gute Brüder, das sind geile Leute, Mann. Und nicht irgendwelche YouTuber, die mit einer Kamera rumfilmen und... Oh, lol. Ich imitiere nur diese YouTuber. Achtung, pass mal auf. Lol, oh Gott, oh nein. Facepalm, So reden diese YouTuber. Das ist anormal. Das ist nicht mehr menschlich, Digga. Das ist absolut krank. Werdet bloß nicht wie diese komischen Spacken, ehrlich. So, musste einfach mal raus. Leute. Ich verdiene nichts mit YouTube. Aber wenn ihr meiner Meinung seid, dann unterstützt mich mit einem Like. Einfach um zu sehen, dass ihr das genauso seht. Und ich denke, ihr seht das genauso, weil ihr habt auch keinen Bock mehr auf YouTube zu gehen. Und da wird euch ein Dena empfohlen oder ein App-Crime oder was weiß ich für eine Kacke oder Lochis. Was interessieren mich die Lochis? Zwei schwule Brüder, die einen beschissenen Film gemacht haben. Selbst eine Kakerlake kann besser schauspielern. Einfach nur krank. Sorry. Musste einfach raus. Ja, YouTube hat sich negativ verändert, aber ihr müsst ganz klar sagen... Ihr müsst ganz klar sein, also bei mir ist YouTube zum Beispiel so, ich gucke überhaupt keinen Gronkh, so diesen ganzen unehrlichen Scheiß, ne, die machen das alles nur wegen der Kohle und so, gucke ich alles nicht, sondern ich schaue ausschließlich Dokumentation, kleine YouTuber, die ehrlich sind und ab und zu mal ein bisschen Musik und so, und das war's, mehr gibt es nicht zu sehen. Ziemlich verstanden. So. Okay. Jetzt schreibt mal eure Meinung, wie ihr das seht. Findet ihr auch, dass YouTube sich negativ verändert hat? Nervt euch auch manchmal, wenn ihr YouTube öffnet und ihr seht irgendwelche YouTuber-Spacken, die ihr gar nicht sehen wollt? Und ja, nerven euch die Lochis und wie die anderen ganzen Vollpfosten heißen auch? Ja, dann schreib's in die Kommentare, werd deine Emotionen los. Ja, ich bin auf jeden Fall, ich überlege mir wirklich eine Anti-YouTuber-YouTube-Kanal zu errichten. Und da werde ich, da kann jeder gerne mitmachen.
und mir Videos schicken, wo ihr einfach eure Emotionen rauslasst. Dass euch das Ganze ankackt. Dass ihr keinen Bock mehr habt auf die Lochis. Dass ihr keinen Bock mehr habt auf irgendwelche unehrlichen YouTuber wie Julian Bam. Was sowieso der größte Vollpfosten ist. Noch größer als Montana Black. Ne? Dann schreibt's mir in die Kommentare. Sendet mir einfach ein Video. Keine Ahnung, wie das geht. Aber ist auch egal. Ich habe einfach nur keinen Bock mehr auf diese ganzen kackgroßen YouTuber. Das ist, muss ich wirklich euch mal sagen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich nehme das nicht mehr länger hin. Und ja. So sieht das auf jeden Fall aus. Geldgeil bis oben hin. Wirklich, geldgeil. Verkaufen ihre Seele. Leute, spuckt auf die. Spuckt auf die Leute. Mehr sind die nicht wert, nur Spucke. Konzentriert euch. Auf jeden Fall in eurem Leben, was total wichtig ist. Nicht auf eure scheiß YouTube-Karriere, sondern interessiert euch lieber mal auf eure Ausbildung, auf eure Schulbildung, weil die bringt euch wirklich im Leben weiter. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und da bringt es nicht, mit einem Longboard rumzufahren. Weil viele YouTuber, etwa 90%, kaufen sich nur ein Longboard wegen Dena. Weil sie den YouTuber sehen im Longboard oder mit Unge den gesehen haben und dann holen sich alle jetzt ein Longboard und fahren durch Köln. Und denken jetzt, sie wären YouTube-Star. Sorry, Brother. So läuft's nicht. Okay. Emotionen wieder hochgekocht von YouTube Gamescom. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bleibt mir treu. So weit wollte ich es nie kommen lassen. Ciao. So, jetzt wirklich.